Grüße euch, da ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, ihr seht hinter mir dieses Bild von mehreren Lichtsäulen, die so nach oben gehen und von der Erde ausgehen, aber vielleicht auch zur Erde hingehen. Und genau das ist das Thema heute, diese neuen Energien, die auf der Erde dieses neue Bewusstsein bilden, sind jetzt dabei, ihre Ausdrucksform, ihre Aus- und Einwirbelpunkte, ich möchte mal sagen, zu besetzen oder zu einzunehmen oder ja in Resonanz vielleicht auch besser gesagt damit zu gehen. Und das bedeutet, dass aus dem Multiversum, aus dem Universum nun immer mehr Energien kommen, die ja uns hier auf der Erde, ich möchte mal sagen, unterstützen, jetzt diese neuen Lebensmöglichkeiten in die Realität zu führen. Was bedeutet das? Wir sind jetzt aufgerufen, aufgefordert, wenn du so möchtest, laut auch deines freiwilligen Lebensplanes, hier auf der Erde tätig zu werden, jetzt diese neuen Energien auch einen, ich möchte mal sagen, einen realen Ausdruck zu verleihen. Das bedeutet, dass wir auch hier dann jetzt diese neuen Lebensmöglichkeiten immer mehr ins reale Bewusstsein fassen, und das bedeutet uns hier jetzt auch immer mehr finden, zusammentun und die ersten, wenn du so möchtest, Neuschöpfungs, ja, Communities bilden, um auch hier auf der Erde dann diese Ein- und Auswirbel Punkte des Neuen, das sind so die neuen Akupunkturpunkte, die sich jetzt gerade bilden hier auf der Erde, bildet sich so ein neues Muster, so ein pentagonales Muster, fünfeckig, wenn du so möchtest. Und diese Punkte sind dann alle in einer bestimmten, möchte ich mal sagen, Resonanz mit den höheren Dimensionen. Und das war auch immer so geplant und es wird jetzt immer stärker und schneller real. Und wer dieses auch in sich trägt, diese Berufung, dieses Rufen in sich spürt, dass er da mitwirken will, diese neue Welt, diese neue Realität auszustrahlen, zu sein, zu leben, der ist jetzt in sich am Wachwerden. Du bist jetzt in dir am Wachwerden. Und das bedeutet, du suchst nach Möglichkeiten, wie du dieses in dir ja fühlende, rufende, sehnende einen Ausdruck geben kannst. Und das ist jetzt eben diese Zeitqualität. Und das bedeutet, auch wenn alles im Außen im Moment gerade deswegen, weil ja diese neuen Energien kommen, so, ich möchte mal sagen, so unruhig wird und hochtriggert, also die ganzen Energien hier sind so am Hochkommen. Die Alten, die möchten natürlich jetzt noch bleiben unbedingt und wollen sich hier nicht so einfach verabschieden, aber das Göttliche mit seiner uneingeschränkten, ewigen Allmacht, das bedeutet das Machen aus dem Ewigen, alles was ist heraus, und das kann natürlich nicht aufgehalten werden, das ist nicht stoppbar, unstoppable, das geht jetzt immer weiter. Und je mehr jetzt das Alte sich da gegen auflehnt, umso stärker wird natürlich das Göttliche darauf antworten. Und wie antwortet es? Es antwortet dadurch, dass es jetzt die Menschen, die in ihrem Lebensplan, in ihrer eigenen innersten Herzenswahrnehmung genau wissen und spüren und fühlen und einfach auch dieses Leben in sich erleben, dass sie dieses neue Leben leben möchten und auch werden. Und das ist einfach da, das kann man nicht aufhalten. Und je mehr man das aufhalten will, desto mehr wird es sich einen Weg suchen, in dir, in uns allen. Und genau das ist jetzt das, was hier auf der Erde genau diese Unruhe auch erzeugt. Und
Diese Unruhe bedeutet aber auch, dass jetzt Tätigkeit kommt und zwar nicht einfach aus dem heraus, ja, ich muss jetzt mal irgendwas machen, sondern diese Tätigkeit kommt in der Tat aus dem höchsten Innersten selbst, deinem höchsten Selbst, deinem göttlichen Ursprung. Und dieser göttliche Ursprung, auch deine Energie, mit der du hier auf der Erde tätig bist und die Tatsächlichkeit erzeugst, die sächliche, ja, Tat erzeugst, also durch Tat etwas Sächliches, steht jetzt an. Erzeugen bedeutet, wir werden uns jetzt immer mehr finden, diese realen neuen Lebensmöglichkeiten zu, ja, erblühen zu lassen, wenn ich so jetzt so da reinspüre. Und dieses Erblühen ist auch immer ein Blühen in dieses, ja, also du blühst auch auf, möchte ich mal sagen, dadurch. Du wirst wieder lebendig, du spürst wieder dein eigenes Leben. Diese ganze alten grauen Tücher, die um uns herum gewickelt sind, die dürfen jetzt gehen, die dürfen jetzt ausgewickelt werden. Du entwickelst dich jetzt in dieses Neue hinein. Und darum geht es jetzt Schlag auf Schlag, wenn du so möchtest, weiter. Und ja, dieses, wo jetzt da kommt und schon da ist, ist, wie gesagt, das göttliche Leben selbst. Und dieses göttliche Leben selbst betrifft dein Selbst. Du bist dieses göttliche Selbst in einer individuellen Form. Und in den höheren Dimensionen, wo ich öfters unterwegs bin, ist es ja so, dass da diese, ich möchte mal sagen, diese Lichtenergiepunkte auch existieren. Und das bedeutet, diese Lichtenergiepunkte sind dort auch mit dimensionalen, höheren Bewusstseinsenergien auch wieder verbunden. Und es geht immer so weiter nach oben und natürlich setzt sich das jetzt nach unten fort. Und diese höheren Orte, das sind dann auch so Art Tempelanlagen in den höheren Dimensionen, die sind dir ja bekannt, so kristallinartige Templates, Tempel. Und diese Tempelanlagen, die ja dazu da sind, um ja, durch bestimmte Formgebung, durch bestimmte Energien, die da fließen, das sind wie Möglichkeiten, jetzt nach unten zu uns hinunterzukommen, und wir bauen jetzt diese, ja, ich möchte mal sagen, wenn du so möchtest, Empfangs- und Sendeanlagen hier. Und das müssen auch keine architektonischen Objekte sein, das können nur schon Orte sein, wo du einfach lebst, wo du jetzt mit deinem Herzen bist. Und da kannst du das schon erzeugen, sozusagen, weil du dort bist, entsteht da schon dieses Neue. Und wie das ganz genau geht und wie du da noch viel besser weiterkommst, ist ja jetzt in der neuen Ausbildung, die ich da gestartet werde starten im März, 21. März, werden wir da ganz tief reingehen, aber auch diese Communities, wo die sind, wie die sich bilden, wie das alles zusammenspielt, wie das mit den höheren Dimensionen und Mutter Erde Gaia, mit Gaia in Resonanz ist, wie das sich dann auswirkt durch Wirkung und diese Wirkung erzeugt die Wirklichkeit und die kristallisiert, wenn du so möchtest, zu deiner neuen Realität aus. Und diese Realität ist jetzt absolut das Absolutum, wenn du so möchtest, das Göttliche, das sich in dir durch dich ausdrücken möchte. Du als Neuschöpfungsliebe-Lichtkanal, das ausstrahlst und das weitergibst, wie innen, so außen. Und durch die integrale Mediation, das ist eine Möglichkeit, wie durch höhere Dimensionen in dir wieder diese Energien wach geküsst werden, wenn ich so möchte, und du deinen eigenen Kanal, ja, wieder öffnen kannst. Diese Ausbildung bedeutet Ausbildung des Kanals. Und
Kanal zwischen Erde und Himmel, wenn du so möchtest, du als Medium dazwischen, als diese göttliche Ausstrahlung, die hier in individueller Form auf der Erde dieses Neue mit bewirkt und realisiert. Und genau darum geht es jetzt. Das ist die Zeitqualität. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und wir gehen jetzt los. Und es ist so, weil es das Göttliche so seit Ewigkeiten geplant hat und weil du seit Ewigkeiten dich darauf vorbereitet hast und ein Teil dieses Ganzen bist. Und wenn du so tiefst in dein Herzen hineinspürst, dann weißt du ganz genau, wovon ich hier rede. Ja, wir reden hier von der Neuschöpfung, von diesem, wo jetzt kommt und schon da ist in dir und sich jetzt im Außen ausmanifestiert, kristallisiert, sichtbar wird. Und wir fangen jetzt damit an, wenn wir auch noch erst jetzt planen, wenn wir auch jetzt erst die Modelle bauen, wenn wir auch jetzt, ja, uns finden, auch vielleicht erst virtuell. Aber es geht jetzt sehr, sehr schnell und es geht sehr schnell weiter. Und das Göttliche sucht jetzt genau dich und genau die Menschen, die anfassen wollen, die mitwirken wollen, die realisieren wollen. So geht es jetzt weiter. Und das Alte ist im Bewusstseinsvergehungsprozess. Es löst sich immer mehr auf, weil es diese alten Energien nicht mit diesem Neuen in Resonanz bringt. Und das ist, diese Unresonanz erzeugt jetzt diese Dissonanz im Außen und darum wird auch dieses Außen immer schwächer, wenn es auch im Außen so aussieht, als ob es im Moment noch stärker wird. Das sind die letzten Aufbäumungen, die aber ohne jede Aussicht sind auf irgendwelche, ja, längeren Manifestationsmöglichkeiten. Das bedeutet, es wird matter, unrealer und leerer. Und das echte Leben, dein inneres Herz wird immer stärker, immer kräftiger, immer lebendiger und immer freudvoller. Lebensenergie, Lebensfreude kommt immer da, wo du dein göttliches Selbst bist, lebst, ausstrahlst. Und da bist du auch diese göttliche Sonne, die dann alles anzieht zu sich, weil wer geht nicht gern in die Sonne? Ich wünsche euch ein wundervolles Leben, eine wundervolle Zeit. Euer Uwe Boyer.